Und nervös ist ein Schülerkalender. Ja klar, ein bisschen nervös ist man immer. Es ist keine normale Alltagssituation. Auch nach ein paar Jahren ist es noch nicht normal sowas. Ich bin jetzt schon die dritte Woche in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 2 und das ist für mich eine mega Ehre und ich hätte damit niemals gerechnet. Also das ist Hammer. Ich habe auch schon von besorgten Eltern Mails bekommen, so mein Kind hat sich jetzt ein Buch gekauft und das ist noch nie vorgekommen vorher. Also, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ja, ich denke schon. Okay, viel Spaß. Dankeschön. Auf wen wartet ihr denn? Also von YouTuber hat, der unterschreibt sein Buch, was er geschrieben hat. Dauert noch ein Weilchen. Ja. Ist das schlimm? Nein. Nee? Für ihn macht man das. Heißt ja Try Hard. Try Hard, ja. Habt ihr irgendwas, was ihr selber irgendwie versuchen wollt zu schaffen? Irgendwie den Abschluss. So? Grüße an Marcel und bestes Buch auf jeden Fall. Marcel Skorpion! Wollen ins Video? Ja, dann sag es. Sind wir jetzt im Fernsehen? Ich bin Marvin, das ist Benny. Kommt auf YouTube. Verlinken Sie mich. KQ. Abonniert mich. KIQU. COD-Videos. Und? Haben Sie die Lage im Griff? Wir haben die Lage im Griff. Und es macht total viel Spaß. Seit wann guckt ihr Marcells Videos? Seit 2 Jahren jetzt. Ja. Und was macht ihr so an ihm? Seine Art und ja, wie er sich halt ausdrückt, also ich passe eigentlich zu uns. Lest ihr viele Bücher oder ist es eigentlich? Eigentlich nicht, aber das ist immer eine Ausnahme. Also ich finde es am besten, dass er in seinen Videos immer so ehrlich ist und halt einfach seine Art ist toll und er soll so weitermachen, wie er ist. Ich lese nicht so viel, aber das ist die erste Biografie, die ich halt gekauft habe. Ich finde einfach seine Art cool, dass er halt so zu sein, also ich kenne jetzt nicht so einen YouTuber, der einfach ein Buch schreibt zum Beispiel, das ist auch was Besonderes und dass er dann halt in die Stadt fährt und dann auch noch Autogrammstunden dazu macht und so. Seit wann habt ihr eingestanden? 3-4 Stunden. Ja. Okay. So seine direkte Art. Hast du schon gelesen? Ja, ich hab's durchgelesen. Und, wie fandest du? Perfekt. Hat mir gute Perspektiven gegeben. Bei der Schule und halt sowas auch. Und über Sachen nachzudenken und nicht sofort aggressiv zu werden und über Sachen zweimal nachzudenken. Mega, also seit 3 Jahren warten wir da drauf, seitdem ich vor 50.000 Abonnenten war, waren wir schon dabei und das Killduell damals mit Disca Barca, mega geil, also ich kollabier gleich, glaube ich. Also er hat sich echt Mühe dafür gegeben und ich freue mich echt, dass er ein Buch rausgebracht hat für seine Abonnenten. Und ich hoffe, der bleibt bei YouTube und macht weiterhin gute Videos. Eigentlich schieße ich keine Bücher, aber dank Marcel habe ich jetzt angefangen, so ein Buch zu lesen. Kannst du noch? Ja, also letztes Mal waren es irgendwie 5 Stunden, also... Soll ich dir sagen, ob die Schlange schon kürzer geworden ist oder lieber noch nicht? Ich bin mir nicht sicher. Wie sieht's denn aus? Ja. Entschuldigen Sie, sind Sie auch wegen Marcel Eifers hier? Nein. Nee, wir wissen ja nicht, wer das ist. Schauen Sie YouTube-Videos? Nein, nein. Nein? Wir wollen einfach noch. Wir wollten nur ein Buch kaufen. Naja, denn? Ich kenne ja nicht weiter. Ich bin jetzt hier wegen, weil mein Junge da ist. Ja. Ich habe gerade noch mit einer Frau gesprochen. Wir haben früher vor Konzerten uns die Füße im Bauch gestanden und waren aufgeregt. Und das ist heute genauso. Ja. Ne? Was nimmt man mit zu unterschreiben? Ich sage, ihr könnt nicht 1000 Sachen mitnehmen. Der arme Junge, der muss total viele Sachen unterschreiben. Da hat das stimmt, da hat er, ja. Und jeder will noch ein Selfie mit ihm haben. Genau, ich sage, dem tut tote Arm, der hat die Hand weh. Ja, ja. Gibt's eigentlich zum Buch eine interessante Entstehungsgeschichte? Marcel ist auf die Idee gekommen. Es war Marcels Herzensprojekt, das Buch in der Form zu machen. Und dann haben wir mit ihm ein bisschen überlegt, wie das genau aussehen kann. Und dann haben wir es gemacht. Und hast du auch schon eine Buchidee? Eine Buchidee? Du schon so super im Unterschreiben bist. Ja, ich schreibe Try Hard 2 auf jeden Fall.
Jetzt mal kurz, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich bin kaputt, aber glücklich, dass es jetzt durch ist. Was meinst du, wie viel das waren? Boah, ich kann es gar nicht einschätzen. 400, 500, sowas in dem Bereich, würde ich sagen. Aber gut, ja? War gut. Nächste Woche Köln. Ich hab Bock.